Ja, hi, willkommen. Mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 3 Warped. In der letzten Folge sind wir in diese Level hier gegangen. High Time. Habe ich schon wieder nicht vorgelesen. Jetzt mal kann das sein. Und Road Crash, wo wir die Secret Level gemacht haben. Hot Coco ist das, glaube ich. Und jetzt müssen wir diese Level natürlich noch standardgemäßig erledigen. Lustig. Okay, dann mal los. Zoom. Das kann jetzt lange oder sehr kurz dauern, je nachdem, wie ich mich anstelle. Können natürlich versuchen, hier direkt Erster zu werden. Und ja, dann müsste ich noch mal hier für den Edelstein rein. Ich tue jetzt aber erstmal den Edelstein, glaube ich, anvisieren. Und dann. Bams. Und dann beides machen. Also den Kristall, ihr wisst schon. Weil beides auf einmal ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Da muss man schon verdammt gut sein. Und das bin ich nicht. Keine Ahnung, ich gebe ja eigentlich schon Vollgas und trotzdem werde ich nur Fünfter oder so. Mal drin geht ja noch ein bisschen. Mal schauen. Babs. Und da wollte ich eigentlich nicht nehmen. Habe ich jetzt alle da genommen? Ich weiß es nicht. So ein Düsending möchte ich eigentlich nicht nehmen, weil das macht es ein bisschen schwierig, hier die ganzen Kisten einzusammeln. Aber wir haben schon Stil, die Level hier. So, und irgendwo unter einer Rampe waren auch Kisten einmal. Das weiß ich noch. So. So, hupsala. Nein, aber nicht. Nein! Kann ich die jetzt überhaupt noch sammeln? Ich kann die nicht mehr sammeln. Willst du mich verarschen? Ich will umdrehen, Mann. Kann ich irgendwie Rückwärtsgang? Nee. Wie doof ist das denn? Ey. Da waren, glaube ich, nur drei. Ach, Mann. Doof. Zwei habe ich verfehlt, verdammter Dreck. Leck mich, ich wäre trotzdem nur Siebter. Ach, dumm, dumm. Aber ist ja doof. Dann fahre ich eben ganz langsam, um die alle zu erwischen, wo wie. Leck mich. Ah. Aber doof, dass die Level dann zu Ende ist, aber nicht einfach neu starten kann, finde ich doof. Da, ich weiß wenigstens, welche beiden ich hier verfehlt habe. Da habe ich nicht, wo die Nummer waren, aber ja. Ja. Wird schon klappen. Bescheuert aussieht, ey. Wir haben so Go-Karts hier, so die irgendwie aussehen, als hätte irgendwie ein Zehnjähriger zu so einem Rennen irgendwie gebaut. Nicht ja voll mit so einem Motorrad, voll stylisch angezogen und so, ne? Und die einfach nur so vollkommen dämlich aussehend. Ich möchte nur mal so, so habe ich die. Ich glaube, ich habe alle, ne? Ja. Ja, wir machen das ganz langsam, damit wir den Edelstein wenigstens haben. Engines Gas. Din. Weiß, vielleicht schaffe ich das ja auch da drin nur zu gewinnen. Boah, das war knapp. Zum Glück ist die Kollisionsabfrage nicht so extrem. Und habe ich jetzt alle da. Ich sehe das nicht. Aber ich glaube schon. Ich war, boah, das war knapp. Irgendwo hier war das doch, ne? Keine Ahnung. Oh, ihr habt's voll drauf. Richtig doof wäre natürlich, wenn jemand von hinten kommt, mich irgendwie volle Möhre wegrammt. Wenn ich versuche, hier eine Kiste zu sammeln. So ganz vorsichtig.
So, hier war das. Aber genau so. So, dann da hinten war noch eine. Genau, genau, weiß ich. Bistisch. Bin auf der ewigen Mission, alle Kisten zu sammeln. So, komm. Kommt zu Daddy. Jawohl. So, den Irrschwein haben wir schon mal. Und in der nächsten Runde seid ihr dran. Das garantiere ich euch. So, jetzt verpasse ich irgendwie den Edelstein einzusammeln. So, was ist los? Wir haben noch was bekommen, Crash. Wir sind sogar Sechster geworden. Mehr kann man noch nicht verlangen. Nein, brauchst noch nicht tanzen. So, jetzt müssen wir drinnen so gewinnen. Dreck. So. Dürfte ja nicht so schwer sein, sagte er. Bam, so, jetzt geht mir aus dem Weg. Scheiß auf die Kisten, ich mache euch einfach fertig. Schreibt mir Wumper, ob ich nicht so einen Boost geben wie in Crash Team Racing. Ja, die Dinger nehmen wir nicht, weil ich habe das Gefühl, dass ich ein ganz klein bisschen langsamer. Sehr gut. Sack. Vor allem die werden euch nur nach vorne geschoben. Ja, genau. Weil so ein fettes Go-Kart nicht mit seinem mit so einem Mini-Motorrad. Ne, ich kann so ein Ding nach vorne schieben einfach. Ma, nimm doch die Kurven vernünftig, du Typ. Also nicht ich, die da. Ja, verdammter Dreck. Oh Mann. Ja, ich glaube, da wird diesmal wieder nichts. Sieht schon wieder so doof aus. Ja, das ist so kacke. Man kann ja nicht kontrollieren, wenn man auf so einen Boost geht. Aber aus dem Weg, Mann. Ah! Ja, schon verkackt eigentlich. Mann! Aua, ja, genau. Ich werde nach hinten geschoben, wenn du mich schubst von hinten. Ja, genau. Nein, ich will doch gar nicht. Boah. Boah. Aua. Hilfe. Ja, nicht mal annähernd geschafft, glaube ich. Pff. Mann. Für einen riesigen Schub, du kriegst das aber unnormal. Alter, ich bin gar nicht besser geworden als beim letzten Mal. Das wird lange dauern, glaube ich. Also lehnt euch zurück. Das kann auch ein bisschen dauern. Oh Mann. Ich bekomme Leben dadurch, okay. Stimmt, ich verballe ja kein Leben dadurch, wenn ich verliere. Es hat Gute daran. Also ein paar Leben werden auf jeden Fall abgedrückt werden. Bei dem Versuchen. Entschuldigung. Ja, jetzt bitte nicht. So viele Fehler. Bams. So, die letzten beiden sind vielleicht zu überholen, ne? Damit schwierig irgendwie. Vielleicht muss die Bremse öfter benutzen. So ist sie auf R1 auch. Zum Glück ist der Kreisknopf auf R1 vertreten. Boah. Sonst müsste ich die ganze Zeit meinen Daumen so kneten. Richtig toll freigehen. So, kannst du mal ein bisschen weiter nach links gehen? Ich kann die Kurven gar nicht so eng nehmen, wenn die immer davor sind. Die Bastarde machen das. Boah, guck dich da einer an. Ich will die verdammte Kurve hier so nehmen und der stellt sich direkt davor. Aua. Meine Güte. So, hier ist so ein Turbo nicht schlimm, weil den verliere ich direkt wieder. Wenn ich so aufpalle. Und der ist, glaube ich, verheerend. So, wird doch diesmal was, oder? Aber so Rammen können ruhig zu Dinger kommen. Die kann ich gut gebrauchen. So, dich kriege ich auch noch. Dich Typ, du.
Ja, dusch. Nein, ich drück ihn rein, du Idiot. So, aus dem Weg. Bams. So, erster. Ist nur so bleiben. Oh Mann. So, jetzt. Einfach nur S-Band, da ist das Ziel, jawohl. Bams. Ah, schön. Yeah. Jetzt Level schaffen wir auch noch. Wenn auch immer es ist. Hoffentlich so eine Jump'n'Run-Level, bitte. Ganz normal, stinknormal. Oh, sehr gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Da könnten wir den Boss sogar noch schaffen. Du hast ja schon einige Partys platzen lassen, aber ich hätte nie gedacht, dass du so weit kommst. Wenn du nicht umkehrst, werde ich dich und dieses Universum ewig dafür büßen lassen. Sehr komisch, dass die beide die gleiche Kopfform haben, oder? War geplant so? Oh, hi, na? Bams. Ich würde mich mal gern von denen töten lassen, weil die Sterbeanimationen von denen sehen voll geil aus. Dieser Jump'n'Run-Level hier mag ich irgendwie am liebsten. Die normalen, vor allem mit der Musik und so. Meine Güte, ey. Weil die kranken Viecher eigentlich, ne? Aua. Warum hat er so ein Blasrohr? Au. Ja, da gehe ich lieber weg. So viel zu der Sterbeanimation. Habt ihr ja auch mal gesehen. Habe ich natürlich nur für euch gemacht. Ich bin nicht gestorben aus Versehen. Meine Güte, hier. Oh nein. So, ihr blöden Viecher hier. Ich schieb mich einfach hier durch, na? I break the game, man. I break it. So, jetzt hat Checkpoint. Sehr gut. Ja, genau. Halt. Gibt es hier eigentlich auch in unterschiedliche Geschwindigkeiten? Also hat die schneller oder langsamer als andere? Ich glaube, das geht schon so kaputt, oder? Okay. Die langsamer oder schneller hier zu Metall werden? Oder Eisen, was weiß ich. Naja, ihr habt auch ein schönes Leben, einfach nur rumstehen, die ganze Zeit. Wupp, wupp. Wupp, wupp. So, ihr blöden Ziegen, ihr geht mir aus dem Weg lieber. Ja, genau. Mann. Okay, die tun nur, wenn man in der Nähe ist, anscheinend. So schnell. Ich wollte schon sagen, ihr wollt noch ein Leben, ne? Sterb zwar bei sehr dummen Sachen, aber das weiß ich noch. Wenn es um Leben geht, da könnt ihr mich nicht auf den Arm nehmen. Zack. Schon lange kein Akku mehr gesehen, ne? Wie? Aua. Wollte ich nicht. Ich habe den Tor hier aufgespießt, beinahe. Ach was. Aber ich habe den ein bisschen zu spät angegriffen, aber hat noch gezählt, anscheinend. Den Boss würden wir da auch noch in den Part schaffen, oder? Dauert wieder nur so 2-3 Minuten, eine Sache. Ich hab einen Doppelsprung, ne? Na, Bams. So, danke. Warum was? Nein!
Nein! Ich muss ja das Ding noch am Leben halten, verdammt. Ja, dann fehlen da nur 21 Kisten danach, okay. Wenn ich mit der Bonuslevel fertig bin. Boink. Nein. Wird immer noch so bewegungsbedürftig, dass man sich noch während des Sprungs bewegen kann. Das ist, glaube ich, der Fall, ne? Aber im zweiten Teil glaube ich nicht so. So, vorsichtig. What? So, jetzt das schöne Zeug hier einsammeln. So, jetzt kannst du Boom machen. So. Man könnte meinen, durch so einen riesigen Aufprall da oben wird eine TNT-Kiste nicht aktiviert, aber okay. Sehr schön. Zwei Leben schon wieder. Boah. Die öffnen sich immer an, die nehmen wir auch gar nicht ab, kann das sein. Das kommt noch. Schauen jetzt alle. Das kommt noch. Du bist nicht besser geworden, das kommt noch. So, Checkpoint, geil. Ja. Ah, 10 Stück noch. Oh Mann. Nein. Ah. Ich bin immer paranoid, wenn da hier so ein Haufen angeht. Wie weit ist das denn geflogen? Habe gesehen, wie weit die Wumperfrucht geflogen ist. Habe ich so in der Distanz noch voll lange gesehen. Hallo? Warum machst du mir so schwierig, verdammt? Na, sterbe ich noch, weil ich den mit Unterhosen angefasst habe. Ja, ne, muss man sich mal geben. So. 7, 8 meine ich. So. Zack, raus hier. Boss Time. Den schaffen wir auch noch. Ah, schön. Ha. Ja. Danach werde ich wahrscheinlich offscreen versuchen, ein paar Relikte zu bekommen. Oder ich die auch onscreen machen, keine Ahnung. Okay, wir haben nicht mehr so viel Zeit, also los. Entropy. Bams. Den kriegen wir auch noch. Was ist der 7. Part und ich bin schon in Welt 3 gleich fertig. Ihr kleinen Zecken seid viel zu dumm, um zu verstehen, worauf ihr euch da einlasst. Diesmal habt ihr es geschafft. Bei Crash könnte das sogar stimmen. Aber nicht Coco, die ist klug. Die hat einen Laptop. Jetzt bist du dran, du kleines Stinktier. Gib mir die Kristalle. Ich merke gerade erst, dass der zur unteren Hälfte auch so einen Professor-Kittel anhat. Also, verdammt, das sind nur die, wo man springen muss. Der hat so einen Doktor-Kittel, habe ich gesehen erst. Fällt mir jetzt erst auf. Also ist er zur Hälfte Doktor, zur Hälfte Zeitmeister, Typ, Stimmgabel, keine Ahnung. Das ist nur einfach. Weil man kann sich hier sogar noch schon rüberschieben, indem man jetzt einfach schnell über die Dinger hier so rüber geht und dann versucht so darüber zu springen. Ungefähr so kann man dann darüber gehen. Manchmal mal versuchen zu machen. Mal lassen wir mal. Vielleicht irgendwann mal. Wapp. Ja, das ist auch kein Problem eigentlich. So, wenn man schnell ist, könnte man einfach so rüberrutschen, während die Dinger noch da positioniert sind. Ja, ich habe den Boss ja auch schon online oft gesehen, wie die welche machen. Die versuchen immer diese Kugeln so auszuweichen, indem die so im Bogen irgendwie laufen. Da finde ich voll schwierig.
kann nur einfach über die drüber springen. Und zack. Schon wieder erledigt der nächste Boss. Bams. Kein Spruch, okay. Tödliche Tornado-Drehung. Um sich lange und schneller zu drehen oder um in der Luft zu gleiten, drücke wiederholt Viereck. Weiter mit Dreieck. Bams. Oh, sehr schön. Dritte Welt abgeschlossen. Ihr unverschämten Teufel! Durch euren Sieg über Entropie habt ihr uns alle in Gefahr gebracht. Ja. Trash. Coco, ihr müsst verstehen, dass diese Zeitmaschine sehr empfindlich ist. Wer weiß, was ohne Dr. Entropies Wartung und Kontrolle passieren wird. Ach was. Was soll denn schon Schlimmes passieren? So. Also warte, ich bin doch noch ein bisschen neugierig. Ich möchte doch noch versuchen, ein besseres Relikt rauszuholen. Außerdem, wo ist das mit dem Pura? Hier. Ich werde noch mal versuchen, ob ich da eine bessere Aua bekomme. Außerdem kann noch nicht die Nachricht hier, aber diese Dinger zu so... Okay, ja. So viel dazu. Crash, Coco, wenn ihr den Kristall eines Levels schon geholt habt, werdet ihr beim zweiten Mal eine schwebende Uhr finden. Die Uhr aktiviert den Zeitmodus. Wählt ihn und die Uhr beginnt zu ticken. Lauft so schnell wie möglich, aber passt auf. Einige Elemente ändern sich. Ja. Die Meldung kam letztes Mal nicht, weil irgendwie, weiß ich nicht, die Boss-Meldung irgendwie darüber kam und die hat die überspielt. So, und jetzt möchte ich mal versuchen, hier was rauszuholen. Ich weiß ja nicht, was man für Dinger braucht, um dazu Prozent zu schaffen, wenn überhaupt. So, und jetzt drücke ich die ganze Zeit R1 und versuche hier durchzukommen, irgendwie. Wir müssen so viele Kisten wie möglich einsammeln. Okay, lieber Akku. Boah, geil, danke. Hat nichts gemacht. Aua. Ey, Akku hat gar nichts gemacht, verdammt. So, ich möchte mindestens nur ein gutes Relikt hier bekommen. Noch besseres. Zu zeigen, was es für welche gibt. Dann werde ich wahrscheinlich noch alle anderen Level, die irgendwie nichts so mit Jump and Run zu tun haben, auch versuchen so zu lösen auf Screen. Weil die Jump and Run Level, die kann man alle erst sehr viel später viel besser erledigen. Wenn man dann eine bestimmte Fähigkeit bekommt, die man erst nach dem letzten Boss bekommt. Ich auch ein bisschen doof finde, aber egal. Muss mal warten. Ich frag mich jetzt nicht, wie viele Sekunden ich brauchte für Gold. Aber ich glaube, ich bin schon darüber. Nein. Ich glaube, ich habe schon wieder nicht geschafft, ne? Ne, 29, aber noch viel weniger. Versuchen wir nochmal. Ich glaube, ich brauche viel mehr. Irgendwie 26 oder so war das doch, ne? Ich habe am Ende fast gar keine Dinger getroffen, was ein bisschen doof war. So, Akku hilft mir anscheinend nicht. Deswegen lassen wir das. Muss einfach Speedrun-mäßig so schnell wie möglich durch, genauso. Ach man, will ich überhaupt dadurch leben? Nein, okay, cool. Möchte ich mal einen Spaß dabei haben. Aber man, so lang ist die Level auch gar nicht. Ich mach's natürlich wieder so professionell. Verdammt, ich hätte da oben lang gehen müssen. Egal. Schon irgendwie klappen, hoffe ich. Da, ich habe doch die Kiste getroffen. Oh Mann. Da, wie soll ich denn da runterkommen, verdammt? Da, was zum Teufel? Bin sogar noch schlechter jetzt. Ey. Boah. Ja, werde ich auf Screen machen. Weil wenn ich das so jetzt immer machen würde, dann
Wird das verdammt lange dauern, bis ich hier fertig bin. Ja, ist gut. Okay, neu anfangen. Egal. Dann würde ich sagen, ich mache hier Feierabend. Versuche hier und da mal ein Relikt zu holen. Was das vielleicht bringt, keine Ahnung. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot 3. What? Bis dahin, ciao.